Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Minecraft Day of Death. Und wir wollen gleich in den Tag gehen, denn ich habe eine Idee, was wir jetzt machen können. Teilweise. Also, es geht Aha, da konnte man gerade meinen Stiefarm sehen. Und wie dem auch sei. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Wir gucken nochmal kurz auf den Boden, damit sich alles beruhigen kann. Und ich wollte sagen, man kann noch vermehren Hund, Katze, Schildkröten. Beziehungsweise, ja, das wären die drei gewesen. Und mal kurz gucken, das werde ich dann wahrscheinlich rausschneiden. Hund, Katze, Schildkröte, das sind drei. Das wären dann acht und dann fehlen mir immer noch drei. Naja, ich werde schon was herausfinden. Wie dem auch sei. Da habe ich mal wieder vergessen, mich vorzubereiten. Aber so ist das halt. Da sehe ich mal wieder Fische. Und ja, Delfine kann man laut Wiki nicht vermehren. Ebenso wie für die Tintenfische. Was ich schade finde, aber ist halt so. Und ich habe schon wieder meine Sachen verloren. Naja. Und ein Schwert habe ich auch nicht. Ach, ein klassischer Fuindrat. Aber so ist das halt. Und jetzt brauchen wir noch ein Schwertel. Aber erstmal ein paar Fackeln. Gut. Und natürlich ist mein Essen weg. Hast du ja fein hinbekommen. Naja. Auf jeden Fall craften wir noch ganz fix ein Schwert. Und gut. Ah, Brote. Auf jeden Fall, ich wollte die Tageszeit dazu nutzen, mal wieder ein bisschen zu farmen. Einfach. Hoppla. Ups. Ja. Naja, wie dem auch sei. Einfach, um mal ein bisschen vorbereiteter zu sein. Und damit ich wieder hier in das Konzept komme. Kreative Ausrede, ich weiß. Und Moment, habe ich nicht was vergessen? Ja, schon gut. Natürlich ist meine Schere weg. Da ist sie. Okay. Weil ich brauche noch etwas Seegras. Für Vermehrung von Schildkröten braucht es Seegras. Okay. Und jetzt schnell wieder an Land, bevor ich sterbe, bis ich tot bin. Ach. Blub, 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 blub. Gut. Gibt es hier noch irgendwelche... Naja, ist ja auch egal. Kann man was damit craften, wäre natürlich schön. Wenn man hiermit oder mit Gras allgemein diese bemoosten Ziegel machen könnte. Ich probier's mal aus. Okay, das hat zwar nichts mit den Erfolgen zu tun und der Herausforderung dazu, aber... Ach, wie war denn das noch? Nee, kein Ofen. Hm. Na gut, dann eben nicht. Naja, ist ja auch Würstchen. Oder Banane. Sucht euch was aus. Naja, auf jeden Fall, bevor ich noch weiter Zeit vergeude, werde ich erstmal... Was bist du? Ach so, du lebst. Erstmal werde ich mal gucken, ob ich die Schildkröten abhacken kann. Dazu brauche ich natürlich zwei. Und mal sehen. Ich sollte aufhören, so viel Zeit zu vergeuden, bevor ich mal wieder zum dritten Mal sterbe, bevor ich meine Sachen sichern kann. Aber so bin ich halt. Ich hätte auch einfach das Bett mitnehmen können. Oh, peinlich. Naja. Werde ich es jemals lernen? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall wollen wir nochmal sehen. Ich brauche ein Dschungelbiom und ein normales Waldbiom, um Hunde und Katzen zu haben. Die ich dann vermehren kann. Wegen dem Züchtungserfolg und ich denke mal, in einer Non-Day of Death-Welt wäre das nicht sehr schwer. Aha, da ist eine. Und wo ist die andere? Schildi! Schildi, na komm.
Hier, Schildi. Tut mir leid, aber so muss ich. Hoffentlich folgt er mir weiter. Komm, Schildi. Ich will dich paaren. Und du willst dich paaren. Wir wollen uns alle paaren. Naja, gut, das klingt mies. Na komm. Nicht euer Ernst. Wo ist das Ding jetzt stehen geblieben? Genau das hasse ich an Minecraft. Wenn man hier irgend so ein störrisches Vieh suchen muss zur Paarung und es mittendrin einfach beschließt, nö, ich folge dir nicht mehr. Wo ist das Ding denn? Ja, weg da. Da ist es stehen geblieben. Was? Bitte, dann lass es halt. Tja, ich sollte aufhören, so viel Zeit zu verschwenden. Und natürlich ist hier in dem Gebiet nur eine einzige Schildkröte. Oder? Moment. Schildi, brauchst gar nicht so zu tun, als wenn du weg willst. Hey, du da. Ich rede mit dir. Komm. Komm. Ja. Komm. Na komm, seine brave Schildkröte. Na kommt, ihr Schilden. Na komm. Hä? Bist du jetzt in meinem Boot? Mir doch jetzt wurscht. So, paart euch. Was soll's? Okay, ich werde den Ertrunkenen finden und ihn töten. Ernsthaft, was hat sich Minecraft Mojang... Was hat sich Mojang dabei gedacht? Lasst uns mal eine neue Art der Zombies erfinden, die zwar unlogisch ist und sinnlos, aber was soll's. So haben sie sich krampfhaft einen Unterwassergegner hervorgeholt. Wie wär's mit Fischmenschen gewesen? Das wäre doch viel logischer als eine weitere Art der Zombies. Zombies können nicht ertrinken. Nur nebenbei bemerkt. Das fand ich schon damals recht albern. Warum hat man das nicht gemacht? Ertrunkene Vindikatoren. So, wo ist dieser miese kleine Feigling? Und warum konnte ich seinen Dings da nicht aufsammeln? Naja, ist ja auch Würstchen. Ich glaube, es gab ein paar Kampferfolge mit dem Ding. Hä? Was machst du hier? Wedelt er so? Na egal. Kann man das Ding jetzt abbauen? Hä? Fällt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach so. Tja, ich kenne einen gewissen Fischmonster, das auch gern mit Speeren geworfen hat. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. So, ich schubse dich mal kurz ins Wasser. Genug Zeit vergeudet. Was machst du da?
Na, ist ja auch egal, was du machst. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Und der Ertrunkene ist natürlich despawned. Stell dich zum Kampf, du Feigling. Was habe ich da? Seetang. Mhm. Aber egal, das werde ich wahrscheinlich eh nicht behalten können. Weil ich mal wieder zu lange brauche. Typisch Fuindrat. Ich brauche mal wieder zu lange. Und das müsste doch nach Hause gehen. Hoffentlich. Na, wie auch immer. Ich werde erstmal alles dann noch in die... Den ganzen Seetankkram werde ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Werde ich erstmal in die neue Truhe hauen. Und dann werde ich mal schauen, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich nicht viel. Die 1.13 ist ja noch sehr jung. Oh Gott. Und ich bin sehr panisch. Ja, panisch. Okay, der war flach. Ich kann halt nichts dafür. Der Zeitdruck macht mich fertig. Oh oh. Na komm. Schneller, schneller. Ach, so schnell ist es wieder zu Ende. Ja, schneller, schneller. Keine Zeit für Ung Ung. Okay, das war knapp. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt Hunger kriege, werde ich sterben. Naja, auf jeden Fall, lebe wohl, schöne Welt. Und zack. Da habe ich es hinter mir. Wiederbeleben. Aber erstmal nicht. Ich verabschiede mich dann erstmal auf diesen Teil, Day of Death. Und ich hoffe mal, dass ich demnächst weitere Tiere zur Paarung bewegen kann. Weil das ist anscheinend einer der schwersten Erfolge. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Hinterlasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo. Und seid doch so nett, falls ihr jemanden kennt, dem mein Content gefallen könnte, empfehlt mich weiter. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin und tschüss.